Hallo und ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Tutorial. Was genau machen wir denn heute eigentlich? Wolkenspiegelung im Wasser, Wolken am Himmel und obendrauf noch eine Sonne. Am besten in 5 Minuten erklärt. Das ist so eine Scheiße. Was guckt ihr mich so an? Wir haben keine Zeit, los geht's. Bevor das Video aber losgeht, ein kleiner Aufruf an euch. Schreibt mir bitte in die Kommentare eure Tutorial-Vorschläge. Vielleicht kommt es ja im nächsten Video. Jetzt geht's weiter mit dem richtigen Tutorial. Tipp. Als erstes öffnen wir das Teilset mit der Wasseranimation. In meinem Fall ist das Outside A1. Bei den MZ-Dateien ist es noch notwendig, den Bildmodus auf RGB zu ändern, damit man es bearbeiten kann. Danach nehme ich einen weichen Pinsel und stelle die Deckkraft auf 25 und fahre dann vorsichtig einmal über jede Wasserstelle, damit alles ein bisschen transparent wird. Danach speichere ich die Datei ab. Anschließend öffne ich im Ordner Parallax die Datei Cloud. Macht am besten eine Kopie davon. Diese Datei setze ich im Maker als Parallax-Hintergrund. Machen wir einen Testlauf. Wir sehen schon, dass die Wolken im Wasser drauf scheinen, aber das sieht noch etwas matt aus. Also bearbeite ich das Bild nochmal. Und erhöhe stark den Kontrast. Und die Helligkeit ein wenig runter. Das sieht schon besser aus. Ich passe noch die Bewegung des Parallax-Hintergrundes an, auf -2 vertikal wie horizontal. Ihr könnt auch selbst mit den Werten etwas rumspielen. Jetzt sehen wir schon eine hübsche Himmelsspiegelung-Animation im Wasser. Kommen wir nun zu den Wolken am Himmel. Ich habe mit GIMP ein neues Bild erstellt mit der Größe 816x816 Pixel. Je nachdem könnt ihr auch die Größe variieren. Den Hintergrund habe ich testweise blau gemacht. Der wird aber nachher wieder gelöscht. Auf einer neuen Ebene kommen die Wolken drauf. Dazu habe ich mir einfach ein paar Wolkenbrushes runtergeladen. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Die Wolken habe ich nun dezent auf das Bild verteilt, danach habe ich den Hintergrund wieder gelöscht und die Bilddatei habe ich als PNG im Ordner Picture abgespeichert. Gehen wir zurück zum Maker und erstellen einen neuen Parallelprozess. Lass dort das Bild anzeigen. Ich habe das Bild die Nummer 50 gegeben. X und Y stelle ich noch auf -816. Da das Bild 816 Pixel groß ist, es soll sich ja schließlich später über den ganzen Bildschirm bewegen. Danach lasse ich das Bild mit der Nummer 50 bewegen, dazu stelle ich X und Y auf 816. Bedenkt, dass sich die Werte unterscheiden können, je nach Auflösung und Bildgröße. Die Bewegungszeit stelle ich auf 999 Frames. Danach füge ich ein 300 Frames Warten ein. Solltet ihr nicht zufrieden sein mit dem Wolkenbild, könnt ihr es ohne weiteres einfach ändern. Und da ein Wolkenbild viel zu langweilig wäre, füge ich noch ein zweites ein. Nachdem ich das zweite erstellt habe, speichere ich es unter Cloud 2 ab. Im Maker kopiere ich jetzt Bild anzeigen und Bild bewegen und füge es ganz unten wieder ein. Bei der zweiten Bildanzeige ändere ich noch das Bild in Cloud 2 und das Warten am Ende reduziere ich auf 180 Frames.
Als letztes kommen wir noch zur Sonne. Dazu erstelle ich ein Bild, das die gleiche Auflösung wie mein Game hat. Als Brush benutze ich ein Standard-Brush, das bei GIMP schon dabei ist. Es sieht aus wie ein kleiner gelber Kreis. Ich erhöhe die Brushgröße um einiges und füge den Kreis mittig an der Ecke an. Danach mache ich einen Weichzeichner drüber. Das Bild abspeichern und wir gehen wieder zurück zum Maker, zu unserem Parallelprozess. Ganz oben lasse ich die Sonne anzeigen. Die Nummer stelle ich auf 51, sodass sie über den Wolken angezeigt wird. Deckkraft stelle ich auf 180 und den Modus auf hinzufügen, damit es eine Leuchtkraft hat. Das war's. Himmel, der im Wasser spiegelt, Wolken und eine Sonne. So lässt sich mit ein wenig Aufwand jede Map verschönern. Die Dateien, die ich benutzt habe, gibt es wie immer in der Videobeschreibung. Das war's mal wieder mit diesem Tutorial. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Sache. War ja ziemlich einfach, hoffentlich. Wenn ihr noch mehr Tutorials sehen wollt, dann klickt doch da nach oben. Da habe ich noch mehr Tutorials. Und gebt mir einen Daumen runter, wenn euch das Video nicht gefallen hat. Bis dahin, tschüss, Sikowski.